Ja, herzlich willkommen im Namen der Rosa-Luxemburg-Stiftung Niedersachsen und des Rosa-Luxemburg-Clubs Göttingen bei der Veranstaltung Die Linke in der Regierung, Teil 2, Erfahrungen und Konsequenzen, die bolivarische Revolution in Venezuela und Wege zum Sozialismus im 21. Jahrhundert in Deutschland. Die Rosa-Luxemburg-Stiftung, wer sie noch nicht kennt, ist die linksparteinahe politische Stiftung. Sie befasst sich hauptsächlich mit Studienförderung internationaler Zusammenarbeit der Linken und auch der Entwicklung und Erforschung von sogenannten linken Transformationsprojekten, also Projekten gesellschaftlicher Veränderung und der politischen Bildung. Zumindest die letzten drei Dinge kommen auch in dem Thema des heutigen Abends zusammen, nämlich der Frage, wie sich die Linke in der Regierung schlägt. Wir haben beim letzten Mal, beim ersten Teil der Reihe, uns angeguckt, wie die französischen Erfahrungen waren, sowohl jetzt der PCF in der Volksfrontperiode in den 50er Jahren und dann eben vor allem Anfang der 80er Jahre mit der Mitterrand-Regierung, und kommen nun weg von Europa hin zu Lateinamerika, nämlich zu Venezuela, und schauen uns dort an, wie dieses seit 1999 von einem linken Präsidenten im Rahmen der sogenannten bolivarischen Revolution, wie sie dann später genannt wurde, regierte Land sich entwickelt, wie sich dort auch die Linke entwickelt. Und dazu haben wir hier zu Gast Harald Neuber, von der Ausbildung her Lateinamerikanist und Altamerikanist, vom Beruf her Journalist, unter anderem lange Zeit für die Tageszeitung Junge Welt, danach auch bis heute für die kubanische Nachrichtenagentur Prensa Latina und als freier Journalist und Vortragender unterwegs. So auch unter anderem bei der Informationsplattform Amerika 21, die eben die Informationen, die man in den deutschen Mainstream-Medien über diese Länder nicht oder nur verdreht bekommt, etwas ungefilterter liefert. Und das ist genau unser Referent des heutigen Tages. Wir werden so eine 30 Minuten etwa Vorstellung haben und dann genug Zeit, um gemeinsam intensiv zu diskutieren. Harald, du hast das Wort. Ja, vielen Dank. Ich werde versuchen, mich an die 30 Minuten zu halten. Ich denke, dass vor allem bei dem Thema und so, wie die Veranstaltungsreihe angelegt ist, dass wir da vor allem darauf achten sollten, später in Dialog zu treten, zu diskutieren über das Thema. Ich bin froh, dass ich heute nach Göttingen gekommen bin. Die Bahn wollte mich irreleiten, statt vom Ostbahnhof zum Hauptbahnhof, und dank eines russischen Taxifahrers, der, glaube ich, mal MiG-Pilot war, ungefähr dem Tempo sind wir durch Berlin gefahren, habe ich es auch noch geschafft. Venezuela, das Land, über das wir heute reden, ist sehr unterschiedlich zu dem, was bei der ersten Veranstaltung eine Rolle gespielt hat, Frankreich. Es ist ein lateinamerikanisches, ein südamerikanisches Land und im Grunde genommen ein klassisches Beispiel für das, was man als den Hinterhof der USA während des Kalten Krieges und seit Ende des Zweiten Weltkrieges bezeichnet. Auch im Sinne durchaus der Monroe-Doktrin von 1823, Amerika den Amerikanern. Venezuela ist ein Erdölstaat, ist seit den 50er Jahren, hat eine ganz klare Position gehabt im Kalten Krieg, in der Blockkonfrontation, und war ein Zulieferer für die Erdölindustrie, vor allem der USA. Außenpolitisch war es seit Ende des Zweiten Weltkrieges sehr eng an Washington orientiert. Und diese Dominanz der USA über die venezolanische Politik wurde vor allem deutlich daran, dass von 1952 bis 1958 das Land von einer Diktatur beherrscht wurde, die sehr ähnlich war dem Franco-Faschismus in Spanien. Der Diktator Marcos Pérez Jiménez hat eine ganz klar antikommunistische Ausrichtung gehabt und hat Venezuela tatsächlich zu dem gemacht, was man als Bollwerk gegen den Kommunismus im Kaltkrieg, in der Zeit des Kaltkrieges bezeichnet hat. 1958 kam es, ich mache jetzt einen Schnelldurchlauf durch die Geschichte Venezuelas, um hinterher zu verstehen und erklären zu können, wie es zu dem Chavismus, wie es zu den aktuellen politischen Auseinandersetzungen und Entwicklungen kommt.
1958 wurde diese Diktatur gestürzt, und zwar von der sozialdemokratischen Action Democratica, einer Partei, einer der beiden großen Parteien Venezuelas, und den Kommunisten, der kommunistischen Partei. Nach diesem Sturz der Diktatur und in der Situation, in der eine bürgerlich-parlamentarische Demokratie etabliert werden sollte, haben die Sozialdemokraten dann aber quasi über Nacht mit den Kommunisten gebrochen, und es gab ein Abkommen, das heißt in Venezuela Punto Fijo. Es ist ein Abkommen, das zwischen den Sozialdemokraten und den Christdemokraten geschlossen wurde, und zwar mit dem Ziel, die politische Sphäre dieses Landes unter sich aufzuteilen. Die Linke, die kommunistische Linke, sollte ganz klar ausgegrenzt werden, und es wurde sie auch auf eine sehr entschiedene, brutale Weise. Es hat einen Guerillakampf danach gegeben, es hat eine Niederschlagung der Linken gegeben, die über Jahrzehnte von der politischen Teilhabe in Venezuela ausgeschlossen war. Das ist die Situation, der wir uns gegenüberstehen, wenn wir uns die Situation Ende der 80er Jahre ansehen. Es gibt ein politisches System, das von der Oberschicht kontrolliert ist, von zwei Parteien. Es gibt eine ganz klare Ausgrenzung der Linken und ein repressives System gegen soziale Bewegungen, gegen sozialen Widerstand jeglicher Art. Dieses Ende der 50er Jahre etablierte System ging, wenn man das so sagen kann, in Anführungszeichen, lange gut. Es hat funktioniert, hat dann aber zu kriseln begonnen, als der Neoliberalismus, als das neoliberale System, als es da erste Probleme gab. Und diese Entwicklung kulminierte 1989 im sogenannten Caracazo. Ein sozialer Aufstand, der vor allem in Caracas, der Hauptstadt, daher der Name, ausbrach, an dem Zehntausende Menschen beteiligt waren. Und der Auslöser war die Erhöhung der Benzinpreise. Benzinpreise sollten erhöht werden, die Leute sind dagegen auf die Straße gegangen. Und da brach der ganze Unmut durch, der sich in den Jahren davor angesammelt hat. Denn die wirtschaftlichen Probleme hatten in Venezuela, in dieser Erdölökonomie Venezuela, schon Jahre zuvor begonnen. Wie gesagt, in dem Maße, in dem das neoliberale System in die Krise geraten ist. Diese Auswirkungen waren unter anderem, dass die Inflation seit Mitte der 80er Jahre massiv angestiegen ist, und das ist wichtig im Hinterkopf zu behalten, weil im Fall von Venezuela heute, von Hugo Chavez, immer wieder diese Karte gespielt wird, die Inflation würde steigen. Unter der zweiten Regierung des Christdemokraten Rafael Caldera, Mitte der 90er Jahre, ist die Inflation auf 200% hochgegangen. Das hat sich natürlich vor allem ausgewirkt bei der verarmten, sozial und politisch ausgegrenzten Bevölkerungsmehrheit, und deswegen dieser Aufstand 1989. Man kann sagen, dass der Caracazo, diese Rebellion, ein Wendepunkt in der venezolanischen Geschichte war. Die politische Klasse, die Oberschicht, war vollständig diskreditiert, und es kam zu einer Krise des oligarchischen Systems und des Parteiensystems, das ja nach dem Zweiten Weltkrieg etabliert worden war. In dieser Situation tritt Hugo Chavez, der heutige Präsident, erstmals auf die politische Bühne. Chavez war Militär, aber kein politischer Neuling. Er hat sich innerhalb der venezolanischen Armee organisiert, in progressiven Kreisen, zunächst in der Bewegung ERB 200. ERB heißt Ejército Revolucionario Bolivariano, also Bolivarianische Revolutionäre Armee. Später wurde dieser Zirkel, was ein politischer Diskussionszirkel war, umbenannt in Revolutionäre Bolivarianische Bewegung. Und diese Kreise waren maßgeblich daran beteiligt, 1992 bei dem Versuch, die Regierung des Sozialdemokraten Carlos Andrés Pérez zu stürzen. Die Regierung also, die verantwortlich war für die Niederschlagung der sozialen Aufstände 3 Jahre zuvor und die verantwortlich war für tausende Tote.
An dieser Stelle ist die Interpretation der Geschehnisse ganz interessant, denn die Privatmedien in Venezuela und auch Medien, führende Medien in den USA und in Europa führen diesen Putschversuch, diesen Versuch, die Regierung zu stürzen, 1992 immer wieder an als vermeintlichen Beweis der Gewalt, die von dem Chavismus ausgeht. Innerhalb Venezuelas, im Land selber, wird es genau andersrum gesehen. Dieser Versuch, die Regierung von Andrés Pérez zu stürzen, wird als Reaktion auf die soziale Gewalt, auf die Niederschlagung des Caracasos gedeutet. Zunächst war, wie gesagt, Hugo Chávez ist auf die politische Bühne getreten. Er ist bekannt geworden, dieser Putschversuch ist gescheitert. Zunächst 1992, aber Chávez trat im Fernsehen auf, hat das Scheitern eingestanden und hat gesagt, wir sind gescheitert mit diesem Versuch. Por ahora war das Wort damals, für jetzt, zunächst. Und er war damit bekannt, er hat seine Basis aufgebaut und ist einige Jahre später, 1998, zu den Wahlen angetreten, hat die gewonnen. Erst Anfang 1999, im Februar, hat er die Regierung übernommen. Politisch war die Regierung Chávez zunächst eine liberale, linksliberale Regierung, so etwa zwischen bürgerlichem Liberalismus und stark geprägt von antikolonialen Ideen. Es gab eine lange Suche nach politischen Ansatzpunkten. Als ich das erste Interview mit Hugo Chávez geführt habe, das war übrigens in Deutschland im Jahr 2000 am Rande der Weltausstellung in Hannover, hat er etwas erzählt, als ich ihn gefragt habe, wie er seine Regierung einschätzt, hat er erwähnt Tony Blair und Gerhard Schröder und hat gesagt, dass diese Ansätze eines dritten Weges, eines Third Way, doch recht interessant seien. Die Radikalisierung des politischen Prozesses und der Regierung in Venezuela hat ganz klar stattgefunden ab einem Putschversuch, der 2002 stattfand. Damals haben rechte Unternehmer, Militärs und politische Kontrahenten versucht, die Regierung zu stürzen. Chávez war etwa 48 Stunden in der Hand der Putschisten und dann konnte dieser Staatsstreich niedergeschlagen werden. Unter Beteiligung der Bewohner der Armenviertel, die um Caracas rum angeordnet sind, um die Hauptstadt herum und regierungsloyaler Militärs. Es kam dann unmittelbar nach diesem Putschversuch, als die Regierung dann wieder eingesetzt wurde, innenpolitisch zu einer starken Polarisierung, aber auch zu einem strukturellen Wandel des politischen Systems. Außenpolitisch hat sich die Regierung ganz klar stärker gegen die US-Dominanz gewandt, weil auch unter anderem die USA diesen Putschversuch unterstützt hatten. Und da kann man sagen, dass das, was in Venezuela geschehen ist, ein Gegenpart ist zu den Geschehnissen in Chile 73. Auch da sollte ja versucht werden, einen Wandel innerhalb des bürgerlich-parlamentarischen Systems zu erreichen. Dieser Versuch ist gewaltsam unterbrochen worden mit dem Putsch 73. In Venezuela konnte der Putsch niedergeschlagen werden und diese bolivarianische Revolution, dieser Reformprozess, der bolivarianische Revolution genannt wird, hat sich danach erst wirklich radikalisiert und hat die Form angenommen, die wir heute kennen. Seit 2005 etwa, einige Jahre dann nach diesem Putschversuch, ist eine Sozialismusdiskussion aufgekommen. Das ist die Sprache von einem Sozialismus des 21. Jahrhunderts, ein Terminus, der von dem russischen Wissenschaftler Alexander Busganin stammt und von dem Deutsch-Mexikaner Heinz Dieterich weiterentwickelt wurde. Sozialismus des 21. Jahrhunderts oder bolivarianischer Sozialismus, wie er inzwischen auch genannt wird, macht sich maßgeblich aus durch die Theorie einer Äquivalenzökonomie und sehr stark durch Ansätze einer partizipativen Demokratie. Innenpolitisch ging es zunächst unter Hugo Chávez um die Rückdrängung des Neoliberalismus und der neoliberalen
Reformen aus den Jahren davor. Das bedeutete in erster Linie Wiederverstaatlichung der Schlüsselindustrien, hier vor allem der Erdölgesellschaft PDVSA, aber auch des Telekommunikationsunternehmens CAN-TV und der venezolanischen Bank, der Banco de Venezuela. Vor allem die Rückführung der PDVSA, des Erdölunternehmens, ins staatlichen Besitz war wichtig, denn die Erdölexporte machten 90% der Einnahmen des venezolanischen Staates nach wie vor aus. Und hier, auch hier ist der Diskurs interessant, denn während Hugo Chavez und der Regierung in Venezuela nach der Nationalisierung der Ressourcen Missbrauch vorgeworfen wird, es wird dann gesagt, Hugo Chavez macht das nur, um seine Klientel zu bedienen, um sich Wähler zu kaufen, wird auf der anderen Seite argumentiert, dass die Ressourcen des Landes Volkseigentum seien und deswegen könne man bestimmte Dinge nicht privatisieren. Dazu zählen die natürlichen Ressourcen, das Öl, dazu zählen aber auch Infrastruktur, dazu zählt auch die Infrastruktur von Gas, Wasser und Ähnlichem. Das ist ganz interessant, weil die gleiche Diskussion haben wir als Abwehrkampf im Moment in Europa im Fall von Griechenland. Denn auch im Fall von Griechenland geht es gerade darum, diese staatliche Infrastruktur zu privatisieren. Und die Demonstration, die gerade während wir hier reden, in Athen und in Thessaloniki und in anderen Städten stattfinden, dort geht es um ganz ähnliche Konflikte mit ganz ähnlichen Argumentationslinien. Innenpolitisch ganz schnell ging es dann zudem um eine politische Inklusion, eine politische Teilhabe und Teilnahme der Bevölkerung. Hier ist vor allem die sogenannte Mission Identidad zu erwähnen. Die Mission Identität, das war ein Regierungsprogramm, das die Bevölkerung, der Bevölkerung erst einmal Ausweise ausgehändigt hat und die Menschen erstmal in die Einwohnerregister aufgenommen hat. Wir müssen sehen, dass Venezuela ein stark urbanisierter Staat ist, mit einer starken sozialen Polarisierung. Der Großteil der Bevölkerung ist verarmt, wohnt in den Armenvierteln, in den Barrios. Und nur ein kleiner Teil der Oberschicht wohnt beispielsweise in Caracas im reichen Zentrum, gut abgeschirmt von der Bevölkerungsmehrheit. Was die Regierung jetzt gemacht hat, ist, sie hat die Leute in ihr Einwohnermelderegister aufgenommen und ich habe das vorhin nochmal nachgeguckt, 7 von 10 Venezolanerinnen und Venezolanern hatten keinen Ausweis im Jahr 2003. Das heißt, sie hatten keine Chance, am politischen Prozess teilzunehmen. Sie hatten keine Chance, wählen zu gehen. Und 90% von diesen Menschen kamen aus den marginalisierten Bevölkerungsschichten. Erstens also politische Inklusion. Zweitens soziale Inklusion bedeutet Sicherung der Grundversorgung mit Gas, Wasser und Strom, wobei die Stromversorgung zuletzt einige Probleme macht in Venezuela, aber auch da gibt es einige Ansätze im Moment, das zu lösen. Der Aufbau eines Gesundheitswesens. Hier ist ganz wichtig das Programm Barrio Adentro, etwa auf Deutsch im Armenviertel. Ein Programm, das die Gesundheitsversorgung erst einmal aufgebaut hat in weiten Teilen der Städte und auf dem Land. Es gab in dem Zusammenhang übrigens einen Appell von Hugo Chavez an die venezolanische Ärzteschaft, traditionell ein Berufsstand, der von der Oberschicht ausgeübt wird. Er hat gesagt, wir wollen dieses Programm machen. Wer von euch geht in die Armenviertel und verrichtet dort seinen Dienst? Es haben sich einige Dutzend Ärzte gemeldet. Daraufhin gab es ein Abkommen zwischen Venezuela und Kuba, das ist ja auch relativ bekannt und wird auch in der hiesigen Presse öfter wiedergegeben, das darin besteht, dass Venezuela Erdöl nach Kuba liefert und Kuba stellt im Gegenzug zwischen 20.000 und 30.000 Ärzten zur Verfügung, die dort diese neue Gesundheitsinfrastruktur aufrechterhalten. Es gibt eine Reihe von weiteren Punkten, Anerkennung von Hausarbeit zum Beispiel, von Frauen, die im Haus arbeiten, als Erwerbstätigkeit. Das bedeutet, die Frauen haben damit Anspruch auf eine Rente. Anerkennung von indigenen Völkern, ein ganz wichtiger Punkt in Lateinamerika, wo viele Konflikte zwischen den Regierungen und den indigenen Völkern ausgetragen werden. Und natürlich eine Unterstützung der Bildungspolitik,
hier auch eine Zahl, um das mal zu verdeutlichen. Die Einschulungsrate in Venezuela ist von 40,6% 1999 auf gut 60% angewachsen 2008. Und die Aufwendung des Bruttosozialproduktes ist von knapp 5% auf knapp 6,5% für den Bildungsbereich angehoben worden. Gleichzeitig, und das ist sicherlich einer der negativen Auswirkungen, kam es zu einer sehr starken Polarisierung in der Gesellschaft. Das ist eine Situation, die wir heute in Venezuela haben, die so weit führt, dass es kaum einen Dialog zwischen den politischen Lagern gibt. Schnell einige Worte zur Außenpolitik. Hier gibt es zwei Grundlinien dieser Regierung von Hugo Chavez und des Bolivarianismus. Das ist die regionale Integration des Landes auf der einen Seite und auf der anderen Seite ein Multilateralismus. Beide Tendenzen gab es von Anfang an. Hier hat es also nicht wie in der Innenpolitik und in der politischen, ideologischen Positionierung eine Radikalisierung oder einen Positionswechsel gegeben, sondern beide Dinge waren von Anfang an Teil des Regierungsprogramms. Regionale Integration bedeutet der Aufbau gemeinsamer politischer und ökonomischer Strukturen in Lateinamerika. Das speist sich maßgeblich aus einer antikolonialen Haltung, aus der Idee, dass die lateinamerikanischen Staaten selber Strukturen aufbauen müssen, selber ihre Gesellschaften entwickeln müssen. Und es widerspiegelt sich zweitens im politischen Auftreten in internationalen Zirkeln, zum Beispiel der UNO. Und es gibt eine ganze Reihe von Organisationen, die in diesem Zusammenhang gegründet wurden. Wichtig ist hier die Bolivarianische Allianz für Amerika, ALBA, ein antikoloniales und antineoliberales Bündnis, das 2004 von Kuba und Venezuela ins Leben gerufen wurde. Die Union Südamerikanischer Staaten, im Mai 2008 gegründet, und in wenigen Tagen, am 5. Juli, wird eine weitere Regionalorganisation ins Leben gerufen werden, die Gemeinschaft lateinamerikanischer und karibischer Staaten. All das sind Organisationen, die erstmals in der Geschichte Lateinamerikas seit dem Zweiten Weltkrieg ohne die USA und ohne Kanada gegründet werden und arbeiten. Es gibt also hier eine ganz klare Loslösung von den US-dominierten Strukturen. Das bedeutet, die Organisation, die Regionalorganisation, die bis dahin bestand, war die Organisation amerikanischer Staaten mit Sitz in Washington, mit einer ganz klaren Dominanz der USA. Das ist nicht mehr so. Gleichzeitig gibt es den Aufbau gemeinsamer wirtschaftlicher Strukturen. Der Außenhandel unter den Staaten steigt an. Und es gibt beispielsweise die Initiative Petrocaribe, die auch von Venezuela ins Leben gerufen wurde. Da wird das Erdöl, das aus Lateinamerika kommt, für lateinamerikanische Staaten vorzugsweise exportiert und das zu günstigeren Preisen. Das heißt, die Nutzung der Ressourcen, der natürlichen Ressourcen aus der Region für die Entwicklung der Region und nicht das Modell des Exportes der Ressourcen für die Industriestaaten. Zweitens, Multilateralismus. Hier haben wir eine ganz klare Positionierung gegen neokoloniale Regime. Das zeigt sich vor allem in der Position Venezuelas zum Nahostkonflikt Israel-Palästina, in einer Positionierung gegen die Kriege in Afghanistan und Irak und zuletzt ganz klar und übrigens auch über Venezuela hinaus in einer Positionierung gegen die Angriffe der NATO und westlicher Staaten auf Libyen, die im Moment hier laufen. Das ist wichtig zu erwähnen, weil es hier im Zusammenhang mit dem Multilateralismus auch durchaus eine neue ökonomische Kooperation gegeben hat mit Staaten wie Libyen und anderen Staaten der arabischen Welt und anderen Schwellenländern. Das heißt, es werden hier, diese Position speist sich aus einer politischen Grundhaltung, aber durchaus auch aus einem ökonomischen Interesse. Wenn wir uns
die Situation in Venezuela ansehen, 12 Jahre nach Beginn dieses Reformprozesses, dieser bolivarianischen Revolution, sehen wir auch eine Reihe von Problemen und dazu zählt vor allem die Doppelherrschaft, die besteht. Das Problem der bolivarianischen Revolution ist maßgeblich, dass es keine Revolution ist, sondern es ist ein Reformprozess. Das bedeutet, dass sich innerhalb des bürgerlich-parlamentarischen Systems eine Doppelherrschaft etabliert hat, weil die Regierung versucht, innerhalb dieses Systems das System zu verändern. Diese Polarisierung, die daraus entsteht, zwischen den politischen Lagern ist, das habe ich eben schon gesagt, kaum mehr zu überwinden. Es gibt ständige Angriffe auf den Prozess, die natürlich die Entwicklung hemmen. Es gibt militärische Strategien gegen die Regierung, vor allem an der Grenze zu Kolumbien, das Einsickern von Paramilitärs. Und es gibt dadurch, dass die administrativen Strukturen des Staates von Anhängern der alten Parteien, die übrigens kaum mehr existieren, die kaum mehr Zulauf haben, dominiert werden, nach wie vor ein starkes Maß an Sabotage und Boykott der Regierungspolitik. Deswegen mussten unter Chávez relativ schnell nach Amtsantritt 1999 Parallelstrukturen aufgebaut werden zu den Ministerien. Eine zentrale habe ich eben genannt, die Mission Barrio Dentro, dieses, der Aufbau eines Gesundheitsprogramms. Normalerweise würde man ja sagen, wenn eine Regierung so etwas macht, ja, aber wie macht sie das? Übers Gesundheitsministerium natürlich. Das Gesundheitsministerium ist dafür verantwortlich, diese Strukturen aufzubauen. Das war nur nicht möglich, weil dieser gesamte Mittelbau des Staates dominiert wurde von Regierungsgegnern. Deswegen wurden hier parallele Strukturen aufgebaut. Ähnliches ist geschehen im Bildungswesen. Nicht die Universitäten, die staatlichen Universitäten wurden gestärkt, sondern hier wurden neue bolivarianische Universitäten aufgebaut. Ein Problem, das aus dieser Situation heraus erwächst, ist die Konfrontation mit den Medien. Übrigens auch kein Problem, das wir nur in Venezuela kennen, sondern eine Situation, die durchaus auch bekannt ist aus Bolivien oder aus Ecuador, also aus den Staaten, die ebenfalls anti-neoliberale Programme durchzusetzen versuchen. Die Privatmedien, die privaten Medienkonzerne führen in diesen Staaten einen ständigen Krieg, Informationskrieg gegen die Regierungen. Was Venezuela in dieser Situation gemacht hat, ist, die Regierung hat versucht, die mediale Sphäre zu demokratisieren, indem neue Medien aufgebaut wurden, indem Basismedien unterstützt wurden. Und gleichzeitig gab es einen Diskurs, der sich sehr kritisch mit der Politik privater Medienkonzerne als politische Akteure befasst hat. Das ist ja etwas, das wir in Westdeutschland hier mit dem Springer-Konzern beispielsweise kennen, auch durchaus einen Diskurs, den es hier in Deutschland gegeben hat und gibt. Es gibt ganz kurz eine zweite, wenn man so will, Doppelherrschaft innerhalb des Chavismus, weil es auch hier nie einen Bruch, eine Zäsur, einen revolutionären Bruch mit den alten Strukturen gegeben hat. Das heißt, alte Kader aus der sogenannten Vierten Republik, aus dem alten politischen System, haben einfach die Seiten gewechselt. Und es gibt bisher zwischen den Basisstrukturen in den armen Vierteln, zwischen den Basisbewegungen und diesen Funktionären keine Einigung auf ein gemeinsames Projekt. Das heißt, es gibt klare Konflikte zwischen der Basis und der Funktionärsebene und das soll gelöst werden, mittelfristig und langfristig durch den Umbau des politischen Systems, unter anderem durch die Gründung kommunaler Räte, an die politische Macht und durchaus auch finanzielle Ressourcen transferiert werden sollen. Seit 2006 sind 30.000 dieser Räte gegründet worden. Ein solcher kommunaler Rat besteht aus 150 bis 400 Familien. Und das Problem ist, dass dieser Transformationsprozess bislang relativ schleppend verläuft. Das heißt, diese kommunalen Räte, die eigenständige politische Akteure werden sollen, sind bisher nicht maßgeblich über das Modell des partizipativen Haushaltes, wie wir es aus Brasilien kennen, aus Porto Alegre hinausgekommen. Das heißt,
Es gibt diese Strukturen, aber sie sind abhängig nach wie vor von den alten staatlichen zentralen Strukturen, die ihnen Geld geben, das sie dann verteilen können. Es gibt keine autonome, autarke Macht hier. Zwei Punkte zur aktuellen Situation und zum Bezug, zur Beziehung der Regierung zur Linken. Der Prozess, ich habe es gerade gesagt, in Venezuela läuft jetzt 12 Jahre und nach einem relativ euphorischen Start sehen wir uns jetzt den Mühen der Ebene gegenüber. Es gibt nach wie vor eine stabile Mehrheit für diesen Reformprozess, der unterschiedlich nach den Umfrageinstituten bei knapp über 50% liegt. Aber es gibt eben, das zeigt diese Zahl, auch sichtbare Einbrüche, denn die Regierung hat schon mal Zustimmungszahlen von 60-70% gehabt. Eines der Probleme ist, dass sich die Regierung von Hugo Chavez zu stark auf die Erdöleinkünfte verlassen hat. Eine Folge sind Liquiditätsengpässe, ist eine relativ hohe Inflation und hier hätten in den Zeiten des hohen Erdölkurses Rücklagen gebildet werden müssen. Das zweite Problem auf politischer Ebene ist sicherlich die Konzentration auf die politische Figur von Hugo Chavez. Das steht zwar durchaus im Einklang mit der politischen Tradition in Venezuela, das muss man als Europäer immer auch verstehen, aber es ist natürlich auch ein Widerspruch zu dem Anspruch, partizipative demokratische Strukturen aufzubauen. Auf der einen Seite haben wir eine starke Zentralisierung auf eine Führungsfigur, auf der anderen Seite den Anspruch, die politische Macht auf eine breite Basis auf einer breiten Ebene zu bringen. Und es ist durchaus auch ein Problem, dass bei einer solchen Konzentration auf eine Figur natürlich die Nachfolgefrage nicht gestellt wird. Das heißt, es ist ein Hemmnis, neue politische Kräfte auszubilden. Im Verhältnis zur Linken haben wir zuletzt gesehen, dass es in Venezuela zu Konflikten kommt zwischen linken Unterstützern der Regierung und der Realpolitik, die zuletzt gefahren wurde. Wir haben das gesehen in Bezug auf die Positionierung zu dem sozialen und bewaffneten Konflikt in Kolumbien. Es hat Auslieferungen gegeben von kolumbianischen linken Aktivisten aus Venezuela nach Kolumbien und das war zuletzt ein großer Streitpunkt. Dennoch sehen wir eine relativ stabile Unterstützung und es ist zuletzt ein neues Bündnis gegründet worden für die bevorstehenden Wahlen 2012. Ich habe eben gesagt, die verschiedenen Umfragen weisen darauf hin, dass die Mehrheit für den Chavismus nach wie vor stabil bei gut 50% liegt. Die Aufgaben, die bevorstehen, sind ohne Zweifel die Stabilisierung der Wirtschaft, der Aufbau einer eigenen Produktion. Nochmal zur Erinnerung, 90% der Einkünfte kommen aus dem Erdölgeschäft und die Überwindung bzw. die Neutralisierung der starken Polarisierung in der Gesellschaft. Wenn wir uns dieses politische Projekt in Südamerika ansehen, das ja für viele Linke in Europa und in den industriellen Zentren durchaus auch ein Bezugspunkt geworden ist in den letzten Jahren, müssen wir zuerst sagen, dass natürlich vieles nicht vergleichbar ist mit Europa. Es sind zu unterschiedliche Gesellschaften in ihrer Geschichte, in ihrer Entstehungsgeschichte und Verfasstheit, aber es gibt einige Lehren, die wir trotzdem aus den vergangenen Jahren, aus dem politischen Prozess in Venezuela ziehen können. Erstens, ganz ohne Zweifel und der wichtigste Punkt, die Verantwortung des Staates. Die Nationalisierung der Schlüsselindustrien sind die Grundlage für den Prozess in Venezuela gewesen und waren die erste und wichtigste Forderung. Die Kontrolle von Banken und die Kontrolle von Spekulationsgeschäften sind ebenso wichtig. Und die Sozialpolitik, die bedingungslose Sozialpolitik im Kontrast zum neoliberalen Abbau sozialer Dienstleistungen. Und das ist natürlich etwas, was auch in den Industriestaaten und was auch in Deutschland eine Lehre für die Linke sein kann und sein muss. Zum Beispiel, wenn wir uns die Wohnungsbaupolitik und die Wohnungspolitik in Städten
ansehen, etwa in Berlin, wo es ja eine starke, oder in anderen Großstädten in Deutschland, wo es starke Diskussionen über Gentrifizierung und soziale Trennung gibt. Zweitens, ich hatte es eben angesprochen, die Debatte über Medien und Medienmacht. Es wird in Lateinamerika, nicht nur in Venezuela, gefordert und auch umgesetzt, eine Entflechtung von politischem und wirtschaftlichen Einfluss und Medienkonzernen. In Ecuador hat es vor kurzem eine Volksabstimmung gegeben,